Hey Leute, es geht weiter mit Awakening, der schwarze Baum. Wir sind gefangen weiß ich gerade nicht, wie die nochmal heißen. Wie heißen die denn nochmal? Weiß ich jetzt nicht. Steht das hier irgendwo? Nee, nicht den Inhalt. Obwohl, vielleicht steht da ja das mit dem Level. Nö. Steht nur gefangen. Na gut, dann schauen wir uns hier weiter um. Wir haben jetzt hier irgendwie ein Stück Stoff. Was kann ich mit dem Stück Stoff tun? Das jedenfalls nicht. Kann ich mit dem Stück Stoff hier irgendwas machen? Nein. Wurde mir die Fee angezeigt, weil hier eine ist? Ist immer so, wenn ich nicht jetzt gerade am Stück aufnehme, dann überlege ich gerade, habe ich eine schon hier gefunden gehabt oder nicht? Hatte ich hier schon eine Fee? Weil gerade eben das Ding hat mich daran erinnert, dass ich nach denen gucken muss, verschlossen. Tja, was kann ich denn dann mal machen? Mit diesem Stück Stoff. Ich hab ja nix. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Ja, wenn das so ist, dann haben wir den und damit mache ich die Flasche auf. So, dann kann ich das jetzt auch tränken. Wunderbar. Was hier oben noch ist, weiß ich nicht. Das muss ich dann noch machen. Da wird mir wieder diese Fee angezeigt. Na, na gut. Was sollte ich jetzt hier... Genau. Ja, läuft ja. Das ist das, was wir wollen. Das war's alles, ne? Genau. Und damit kann ich jetzt die Truhe öffnen. Ich darf jetzt so richtig die Truhe öffnen. Öffne die Truhe, indem du die Verschlussbolzen in der richtigen Reihenfolge auswählst. Wie mache ich das? Aha. Also damit fange ich an. Klappt bisher? Ja, klappt. Tada! Okay. Dann suchen wir diese Nuss und die auch gleich am besten. Das sind ziemlich viele Nüsse hier. Haselnüsse. Walnüsse. Ein Ahornblatt. Noch ein Blatt. Und das da. Und das und das. Und zuletzt eine Eichel. Wo ist die denn? Ach, da. Oben drauf. Nüsse. Ach. Na Mensch. So, ich muss die letzte Zutat für den Schlaftrank in den Kessel geben. Da, Nüsse. You've completed the potion. Wait here, while I mix it into their food. Mach das. Und er kommt und geht schon wieder. So, Aufgabe erfüllt. Rasiermesser haben wir jetzt. Was sollen wir jetzt tun? Finde deine Zauberkette und aktiviere sie wieder. Ja. Wo ist die denn? Vielleicht hier immer noch beim Schrank oder so? Gibt's hier noch was? Oder habe ich ja das erledigt? Naja, hier ist halt das Ding. Aber hier ist wahrscheinlich nicht die Kette. Tja, wo mag sie wohl sein? Ach, ich kann rausgehen. Ich dachte, die wäre da jetzt auch noch im Raum. Offensichtlich wirkt Longhorns Schlaftrank sehr gut. Könnte sich noch als nützlich erweisen. Ich muss diese Seile durchschneiden. Moment. Zufälligerweise habe ich ein Rasiermesser bei mir. Brrr. Nochmal richtig so cool gewendet. Offensichtlich wirkt Longhorns... Ja, die haben wir schon. So, was ist denn da jetzt? Nicht lang genug. Ja, hättest du mal die Seile vielleicht nicht ganz so kurz abgeschnitten. Die ist noch brauchbar. Kann ich bestimmt später noch gebrauchen. Aber eine gute Arbeitsfläche. Was haben wir denn hier? Noch eine Wasserquelle. Zu blöd, dass die Gnolle meine Zauberkette haben. Gehen wir mal noch weiter. Moment, da war aber noch so ein Tuch. Hier, genau. Das
wollte ich nicht übersehen haben. Da ist eine Fee. Suche ich hier am besten auch gleich die Fee, dann habe ich das schon. Good timing. They've all gone to sleep. We should check the treasury for your pendant. It's just up this path. Okay. Ich hoffe ja, dass ich in diesem Gefangenenraum die Fee jetzt nicht irgendwie übersehen habe. Oh, ein Wimmelbild. Ich finde, wimmeln tut man bisher relativ selten hier. Aber habe ich nichts gegen. Ich mag auch so alternative Rätsel mal. Nicht nur wimmeln. Halt so eine schöne Abwechslung, ne? So, Schmetterling und Erbsen. Das sind aber Trauben. Was haben wir denn hier? Kann ich das so an die Seite packen? Ist hier noch was? Apfel, noch mehr. Birne. Habe ich dann alles? Chilischote. Chilischote. Okay, jetzt habe ich alles. Da ist der Schmetterling. Die Erbsen. Leerer Beutel. Dann muss ich den bestimmt erstmal leer machen oder so. Was habe ich hier? Was soll ich machen? Keule, Schuppen, Armreif, Taschentuch. Wozu soll denn das gerade gehören? Störrische Mähne. Das wird der Armreif sein. Wie kriege ich den denn ab? Brauche ich irgendwie ein Werkzeug oder so? Wo sind die Stacheln? Ach, das ist eine der Stacheln für die Keule. Ah, okay. Na, ob ich die alle finde? Eine noch. Das ist der leere Beutel gewesen. Wo ist der letzte Stachel? Ist aber auch fies hier in dem Bild. Wo man das alles so gut erkennen kann und auch schön groß ist und so. Aber es ist trotzdem fies. So, drei Eier. Dann kann ich die ja schon mal nebenbei hier. Und Schuppen. Schuppen. Da Käse. Was will ich noch? Vielleicht. Warum habe ich den jetzt weggepackt? Ach, damit ich an die Schuppen komme. Ich dachte schon, ich muss jetzt hier ran. Was soll ich damit? Ich kann damit was tun. Ich denke mir, das ist ein Messer, aber das geht nicht. Was wollt ihr dann von mir, damit ich an die Schuppen komme? Ach so, ich dachte, ich muss das jetzt bearbeiten, damit ich die Schuppen abmache vom Fisch. Ach ja, manchmal denkt man zu einfach und manchmal denkt man zu kompliziert, wenn man wimmelt. Ja, wo ist denn der letzte Stachel für unsere Keule? Taschentuch wäre dann auch noch da. Das hier irritiert mich auch. Armreif, da komme ich so nicht ran. Sag das doch. Ich denke immer, ich brauche ein Werkzeug. Stattdessen geht das einfach so. Keule, Taschentuch. Also ein Stachel noch. Ein Stachel. Da ist der Stachel. Jawohl. Okay, und jetzt noch das Taschentuch. Das ist aber irgendwie versteckt. Und jetzt habe ich hier dieses Ding die ganze Zeit und kapiere ich nicht. Das Taschentuch ist schmutzig. Ich muss es waschen. Ach, dafür ist es da. Ah, okay. Sehr gut. Blauer Kohlestift habe ich jetzt. Hier ist etwas versteckt. Ja, aber noch haben wir nicht unsere Zauberkette wieder. Von daher bringt uns das wahrscheinlich gerade nicht so viel. Ein Topf voll Wasser, noch warm. Ratzeputz leer gegessen. Longhornsuppe war ein echter Festschmaus für die Gnolle. Der schläft noch für eine Weile. Später. Oh, ein Rätsel. Wähle eins der blauen Quadrate aus, um Pfeile anzuzeigen, die die Richtung deuten, in die es sich bewegen lässt. Wähle dann die Pfeile aus, um das Quadrat zu bewegen. Bewege sie so auf ihre vorgesehene Position, grünes Quadrat. Was? Also eines der blauen Quadrate auswählen. Keine Ahnung, ich muss das mal ausprobieren hier. Die sollen dann dahin, wo sie hin sollen? Oder wie?
Wo bringe ich den denn aber jetzt hin? Weil hier gehört er nicht hin. Ist unter den anderen denn noch was? Der gehört ja definitiv dahin. Ach, das ist das Problem. Ja, ja, ich sehe schon. Okay. Ja, das ist immer so eine Sache hier. So, damit ich den dahin kriege. Ja, aber ich muss den jetzt nach rechts machen. Das geht doch gar nicht anders. Sonst kriege ich den doch da nie rein, hä? Oder kann man den noch... Nee, das bringt... Hä? Warum geht denn das jetzt nicht? So, und den hätte ich jetzt nach rechts gemacht, um ihn hier reinzukriegen, weil das sozusagen der Stopper ist. Warum geht das jetzt nicht? Wie soll ich den dann da jemals reinkriegen? Muss ich dann so eine Runde drehen? Oder was? Das ist ja auch doof. Wozu ist der hier da? Der soll mir auch noch irgendwie helfen. Ich sehe jetzt schon, dass das ziemlich schwierig ist. Und ich nicht weiß, ob ich das hinbekomme. Tja. Puh. Ich muss da irgendwie... Und wenn ich da doppelt zwei hinmache, das würde aber auch nichts bringen, glaube ich. Runter kriege ich den ja auch nicht. Ach, ist das alles doof. Oh, ich mag das nicht. Ist voll schwierig. Ich gehe erstmal nochmal raus hier. Und guck mich mal erstmal noch weiter um. Ich muss die Ranken wegschneiden. Ja, das mache ich lieber. Rankenseil. Nein. Geh weg, du doofes Rätsel. Tja. Vielleicht kann ich auch noch was anderes hier erstmal noch tun. Nein. Anscheinend nein. Good timing. Ja. Finde ich auch. Das geht nicht. Was gibt's denn hier noch zu tun? Kann ich hier vielleicht was benutzen? Holzstange? Auf jeden Fall will sie ja auch irgendwas basteln oder bauen oder so. Da ist doch die Fee. Ach, siehst du mal, ich habe die Fee doch nicht mitgenommen gehabt. Jetzt habe ich auch das Gefühl, ich habe alles erledigt da vorne. Also noch nicht ganz, aber fast. Hier waren wir auch noch nicht. Stoffstück. Und wieder so ein Ding. Und noch eins, was wir noch alles anschauen sollen. Der Bär scheint etwas in den Tatzen gehalten zu haben. Tja, aber was? Ich glaube, das habe ich gerade nicht. Nehmen wir mal die Fee. Das scheint das Zelt des Anführers zu sein. Wie komme ich dorthin? Ach, das soll ich bauen hier bestimmt, ne? Aber wie denn? Untereinander das Kombinieren geht ja vielleicht nicht so. Ja, also ich soll hier auf jeden Fall irgendwas bauen, aber... Ich weiß nicht, womit das hier anfangen soll. Mit der Hängematte oder so? Nicht lang genug. Ach, ich glaube hier die Hängematte bearbeite ich am besten. Vielleicht mit den Ranken. Mit diesen... Ja, nee, anscheinend nicht. Dann mit Stoff. Stoff. Bettlaken. Ah, okay. Jetzt ist es lang genug. Das willst du aber auch nicht dann dahin tun. Aber eigentlich müsste ich doch so gut wie alles haben. Oder nicht? Was steht eigentlich hier? Eine Anleitung, keine Ahnung für was.
Ja, sieht aus wie ein Rezept, kommt aber anscheinend noch gut. Ich komme nicht drum herum. Ich glaube, ich werde mich jetzt nochmal ans Rätsel machen. Weil ich keine Ahnung habe, was ich hier sonst tun soll gerade. Wo war denn das nochmal? Das doofe Rätsel. Da. Hier fehlt was Rundes. Das Runde habe ich aber nicht. Ach, herrlich. Schön. Gut, alles nochmal von Anfang an ist schon okay. Den müsste man ja eigentlich reinkriegen. Dann ist der schon mal drinne. Und der könnte als Stopper dienen. So ultraschwer darf man es doch nicht machen. Es müsste aber noch einen weiter runter und dafür ist das Viereck hier da. Ah, geht doch eigentlich. Ja, jetzt brauche ich aber hier einen Stopper. Das ist das Schwierige. Deswegen ist es immer so blöd, dass man nicht weiß, welche man zuerst überhaupt reintun darf. Und wenn ich denen eine große Runde einfach machen lasse, geht das dann nicht? So. Ah. Mein Gott, wie einfach das jetzt war. Und ich habe mir voll den Kopf gemacht. Und wie komisch das ist, dass man manchmal sich ein Rätsel anguckt und dann so voll von Kopf gestoßen ist irgendwie und das nicht kapiert und dann macht man es ein andermal nochmal und auf einmal klappt's. Das habe ich voll oft irgendwie, dass ich dann irgendwas nicht schaffe in dem Spiel und am nächsten Tag geht's dann viel besser irgendwie. Dabei ist man ja immer noch derselbe Mensch und hat denselben Schädel. Komisch eigentlich. So, was habe ich jetzt hier bekommen? Blöde Nägel und dafür habe ich das jetzt gemacht. Na gut. Tja, was kommt dann? Eine leere Schüssel. Kann ich jetzt anfangen, dieses Rezept zu machen, oder? Aber sie will das ja anscheinend noch nicht machen oder so. Außerdem fehlen uns auch noch Kräuter und Pipapo. Vielleicht doch erstmal diese Brücke bauen. Wäre vielleicht... Ich kann mir vorstellen, dass auch da die Zauberkette ist. Hilf mir mal. Okay, ich soll hier was machen können und nicht da. Was habe ich denn hier noch übersehen? Soll ich denn doch erstmal dieses Rezept machen oder wie? Du, Vogel? Ach, ich kann da hinten noch lang. Okay. Nee, hier war ich tatsächlich noch nicht. Hier muss eine neue Achse hin, okay? Tja, weiß ich nicht. Funktioniert hier irgendwas? Die Holzstange? Die Holzstange. Jetzt noch befestigen. Dafür vielleicht die Nägel? Nee? Vielleicht die Bretter? Weiß ich auch gerade nicht. Was sagt er denn? The boulder won't budge. If you repair the siege tower, I can move it closer to the wall for you to climb in through the window. Ja, okay. Ich brauche etwas, um zu dem Fenster hochzuklettern. Kann ich durch das Fenster einsteigen? Genau, sagte er ja gerade. Wo ist die Fee? Wo ist die kleine Fee? Feelilein. Ich werde dich finden. Wo ist sie denn? Wo versteckt sie sich? In jedem Bild gibt es eine und ich habe hier definitiv noch keine gehabt. So schwer kann das doch nicht sein. Wo ist sie denn? Boah, ich sehe die nicht. Und das Schlimme ist, dass man hier auch nicht danach mit einem Tipp suchen kann oder so. Entweder man sieht sie oder eben nicht. Aber ich finde sie gerade nicht. Kriege ich das nicht mit den Nägeln hier einfach mal? Befestigt, warum denn nicht? Ich habe doch nichts. Bretter, Stoffstück, diese komischen Rankenseile.
Ach, die Rankenseile sollten das sein. Okay. Geht klar. So, und das... Da sollen bestimmt jetzt dafür neue Bretter hin. Ich muss die alten Sprossen ersetzen. Ja, hier. Ach, die kann ich bestimmt jetzt erstmal bearbeiten, ne? Und da gibt's ja auch eine Säge hinten. Den kann ich später als Hammer benutzen. Alles klar. Trotzdem suche ich immer noch die Fee. Vielleicht ja gleich, wenn ich nochmal zurückkomme. Vielleicht sehe ich sie dann besser. Ich mag das immer in Wimmelbildspielen, den Kram zu sägen. Ich weiß nicht warum. In Wirklichkeit würde ich ewig brauchen und habe das noch nie gemacht. So. Ja, wo ist die denn hier? Das gibt's doch nicht. Ist die da? Oder da? Ich streck mich hier schon und guck so von allen Seiten. Direkt vor meiner Nase. Oder doch eher so im Hintergrund, so lila oder so. Oder hier so grün in den Bäumen, da habe ich auch noch nicht geguckt. Oder hier. Ich gehe mal unten lang mit dem Mauszeiger, das soll ja auch manchmal helfen. Aber hier habe ich schon so oft geklickt, da ist die nicht. Kapiere ich nicht. Die ist hier nicht. Wo ist die denn? Ich habe keine Ahnung. Okay, na gut. Hast du jetzt alle oder nicht? Irgendwie nicht, ne? Hä? Ah, okay. Mist, das Glas kann ich nicht mit bloßer Hand zerschlagen. Ich hab doch einen Morgenstern. Padam. So, ich muss etwas über die Scherben legen, um mich zu schützen. Langes Laken. Bitteschön. Jetzt könnte ich Cedric gut gebrauchen. Hoffentlich geht es ihm gut. Ja, in dieser dunklen Höhle schauen wir uns dann das nächste Mal um bei Awakening der schwarze Baum. Und ich werde jetzt gleich nochmal die Fee suchen. Das gibt's ja wohl gar nicht, dass ich die hier nicht finde. Irgendwie hier muss sie irgendwo stecken und sie versteckt sich vor mir. Aber ich werde sie kriegen. Also bis zum nächsten Mal. Bis dann.